schön. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank. Dankeschön, meine Damen und Herren. Willkommen in der FSM in München, im Studio Unterföhring. Willkommen zu Hause. Wir haben eine neue Pyramide und ab jetzt geht es auch wieder richtig regelmäßig weiter. Wir haben eine etwas längere Pause. Ich hoffe, dass Sie uns ein kleines bisschen vermisst haben. In ein paar Stunden, meine Damen und Herren, beginnt die Olympiade. Ich wünsche jetzt zunächst einmal für die Pyramide einen richtig schönen Pyramiden-Hürdenlauf für die heutigen Kandidaten. Wir haben eine Sportlerin und eine Politiker und einen Politiker auf der einen Seite, auf der prominenten Seite und dazu natürlich zwei Zuschauer. Und der Zuschauer, den kann man auch als Kunden bezeichnen und der Kunde ist bekannterweise König. Also beginnen wir mit einer Königin. Aus Bremen kommt sie und heißt Nathalie Helmich und dazu kommt der Ex-Bundesinnenminister Gerhard Baum. Liebe Frau Helmich, guten Abend. Ich freue mich, Sie zu sehen. Sie sehen blendend aus. Danke. Sie kommen aus Bremen. Ja. Was machen Sie in Bremen? Ich bin Hausfrau und Mutter. Und Sie sind ein sportliches Mädchen? Ja, etwas, ein bisschen. Sie machen Bodybuilding? Ja, wir haben eine Waschküche, die also nicht mehr genutzt wird, ausgeräumt und haben das umfunktioniert in so einen Tunnelraum, haben uns ein paar Geräte gekauft und machen da und so. Und das mit. Tolle ist, das hört sich jetzt alles an, als hätte sie ein wunderschönes Einfamilienhaus. Nein, das Ganze ist ein Mietshaus mit mehreren Parteien und alle haben gesagt, wir machen mit. Ja, wir sind fünf Frauen und mein Mann, der trainiert uns. Ach! Ja. Na, guck mal da. Wen trainieren Sie zurzeit? Ich trainiere mich selbst, bin in Urlaubsstimmung und habe versucht, mich etwas zu erholen. Das finde ich prima. Lieber Herr Baum, sagt man eigentlich jetzt Ex-Minister zu Ihnen oder sagt man ganz einfach Herr Baum? Das fällt einem schwer eigentlich, nicht? Wenn man einen Menschen kennt als Minister. Also sagen Sie meinen Namen, das ist mir am angenehmsten. Herr Baum. War mir früher auch am angenehmsten. Würde ich sehr schön. Dann darf ich bitten, sehr verehrte Frau Helmich, sehr verehrter Herr Baum, dort oben Platz zu nehmen. Auf der anderen Seite die Sportlerin, eine junge Dame, die immer sehr, sehr ernst ist, die eigentlich kaum lacht, die immer sehr zurückhaltend ist und sehr schweigsam ist. Eine Dame, die dreimal deutsche Meisterin war, Vize-Europameisterin und Dritte bei der WM war und das Ganze auf dem Eise. Also eigentlich passend zur Politik und auch passend zum Showgeschäft, denn beides sind ja Dinge, wo man auch sehr leicht ausrutschen kann, wie auf dem Eis. Sie wissen, wen ich meine, Tina Riegel. Und dazu kommt Jörg Kandl aus Nürnberg. Sagen, wetten, dass Sie sie kennen. Der Frank hat mir gesagt, das ist so hinreißend, du brauchst sie bloß anzugucken, schon lacht sie. Sie immer spröde? Ah, es kommt drauf an. Ah, das kommt drauf an, gell? Aber man merkt, dass sie Sturgarterin ist. Ja. Ja? Man sagt ja hin und wieder, dass Eisläuferinnen eigentlich nie eine richtige Jugend gehabt haben. Ist das so? Ja, also solange es mir Spaß gemacht hat, habe ich mich eigentlich schon gut gefühlt. Aber wenn es dann keinen Spaß mehr macht, dann vermisst man die Jugend. Und jetzt hat es keinen Spaß mehr gemacht? Nein. Und jetzt macht sie was ganz anderes. Was sie macht, unterhalten wir uns später drüber. Ja. Ich freue mich, dass Sie da sind, liebe Tina. Lieber Herr Kandl, irgendwann in einem Monat sind Sie Jurist. Dann haben Sie das erste Staatsexamen in jedem Falle geschafft. Das hoffe ich. Wenn ich es bestanden habe, dann. Es wird dann im Dezember erst rauskommen. Und? Was für ein Gefühl haben Sie? Ja, es wird schon hinhauen. Möchten Sie ganz persönliche Worte an Ihren Professor richten? Ja, das sind so viele Professoren. Vielleicht den Namen nennen, der ist ja auch eitel. Der ist ja auch eitel. Da gibt es so viele. So unter dem Motto, ist der beste Professor, den ich... Oder, nein, möchten Sie nicht? Wir wollen auch keine Schleife machen, sonst gehen alle Studenten dann zu dem. Ne? Aber der weiß ja nur, dass Sie ihn meinen. Ja, und aber wegen Überfüllung geschlossen ist auch nichts. Ist auch nichts. Darf ich Sie bitten, dass wir da oben vor Überfüllung geschlossen, Ihre Seite bitte und ich gehe gleich mit und komme zu Tina Riegel und komme zu Ihnen, lieber Herr Kandl. Es geht in der ersten Runde um Hauptwörter, die Sie erklären, Tina, in der ersten Runde. Dann drehen wir den Schirm, dann kommen Sie. Sie kennen das Spiel, um 500 Mark geht es in der ersten Runde. Wenn man irgendwo richtig hängt und sagt, da komme ich nicht drauf, das kann ich nicht erklären, sagen Sie einfach weiter. Das geht später in der Verdopplungspyramide nicht mehr. Wir haben Überschriften. Ein Stadtbummel. Zum Stadtbummel gehört natürlich auch ein Straßenmusikant. Da gehört das Café dazu, die Metzgerei, der Sommerschlussverkauf. Und mit Blumen haben wir gedacht, könnten wir Ihnen auch eine Freude machen. Was möchten Sie haben? Im Café. Im Café. Was trinken Sie denn für einen Kaffee am liebsten? Cappuccino. Cappuccino, ja. So schön mit Sahne obendrauf. Und ein bisschen. Das haben wir leider nicht da. Das haben wir leider nicht da. Aber das nächste Mal, wenn wir uns treffen, werde ich dafür sorgen, dass das da ist. Achtung, fertig und Spiel ab. Was Kaltes zum Lutschen? Eis. Was Süßes zum Essen?
Also verschiedene Torte. Sorten. Nein, andere Bezeichnung. Kuchen. Ja. Was warmes zum Trinken kommt aus England. Tee. In den Kaffee tut man... Sahne? Nein. Hm. Zucker? Ja, und noch mehr. Also wie viele? Wie nennt man das richtig? Stückchen Zucker. Nein. Ein Wort davor noch. Zucker ist richtig. Viereckig. Würfelzucker? Ja. Er kam ja spät, der Würfel, aber er kam, nicht? Er kam, der Würfelzucker. Damit haben wir schon mal 4 Punkte. Fängt doch gut an, nicht? Meine Stadtbombe, ja? Erbau. Stadtbombe. Ja. Das darf sein. Wir wollen einen Stadtbummel machen. Eine Stadtbummel. Achtung, fertig und ab. Was beguckt man sich, wenn man einen Stadt... es gibt besondere Geschäfte, die für Frauen besonders interessant sind. Ja. Was braucht man, um zu bezahlen? Geld. Aber in besonderer Form, wenn Sie kein Bargeld haben, was haben Sie mit? Check. Und wo ist das drin? In der Brieftasche? Nein, es ist, sind mehrere zusammen. Kein Checkbuch, Buch. Checkbuch. Nein, kein Buch, sondern... Checkheft. Ja. Worauf laufen Sie, wenn Sie in der Stadt bummeln? Auf dem Gehsteig. Und das Checkbuch oder das Checkheft? 3-4. Guter Anfang. Herr Kandel. Im Blumenladen. Im Blumenladen. Haben Sie Lieblingsblumen, Tina? Wie bitte? Haben Sie Lieblingsblumen? Veilchen. Veilchen? Ja. Warte, warte, nur ein Veilchen. Gleich kommt der Kandel auch zu dir. Achtung, fertig, los. Wo tut man die Blumen rein? In ein Gefäß? In ein Gefäß? Vase. Was sind viele Blumen auf einmal? Blumenstrauß. Ohne Blumen? Strauß. Wenn jemand Blumen kauft, der jemand nicht heiraten will, sondern er bedürft. Ah, ja. Was tut man um die Blumen rum? Eine. Was macht man da rum? Eine Schnur. Nein, hier auch, wenn man es bindet, eine. Ein Schnürsenkel. Nein. Bände. Wenn ich das so binde, was macht das eine? Eine Schlaufe. Nein, ohne aus. Schleife. Ja. Eine Schleife. Also Schnürsenkel um den Blumenstrauß wäre auf jeden Fall etwas völlig Neues. Und mit dem Heiratsschwindler, Herr Kandel, haben Sie gemerkt, dass Sie Heirat gesagt haben. Daher kam das falsch zeitlich. Den Sommerschlussverkauf. Den Sommerschlussverkauf? Ja. Haben Sie irgendwas gekauft beim Sommerschlussverkauf? Ja, vieles. Was ganz Preiswertes? Aber erst im letzten Jahr. Jetzt geht es ja erst wieder los. Ja, ja, richtig, natürlich. Aber im letzten Jahr? Ja. Und richtig hinterher gesagt, es war toll? Ja, war auch toll. Ja? Also ich kaufe meistens immer irgendwas und sage, Mensch, hat vorher 79, jetzt 39, muss ich kaufen, habe ich 40 Mal gespart. Natürlich ein völliger Blödsinn, nicht? Aber darauf fallen natürlich ungeheuer viele rein. Ich hoffe, Sie fallen jetzt nicht rein mit Ihrem Sommerschlussverkauf. Es geht um 7 Punkte. Alle durchgeraten, gibt 200 Mark zusätzlich. Achtung, fertig, los. Der Wochenanfang. Montag. Wenn ich im Kaufhaus gekauft habe und dann... Kasse. Ja. Dieses Tier, das so auf der... Schlange. Ja. Was hier hinten drin ist, wenn ich den Anzug kaufe? Futter oder Etikett? Nein, da, wo der... Preisschild. Ja. Wenn ich den nicht haben will und springe Umtausch. So. Ja. Und wenn da schon ganz lang was liegt, was... Dann wäre das ein Ladenhüter geworden. 8-7. Wir hätten noch die Straßenmusikanten zu bieten. Und die Metzgerei. Ha. Metzgerei vielleicht, ja. Die Metzgerei vielleicht, gell? Eine gehen wir mal in die Metzgerei. Tina, Achtung, fertig, es geht los, le. Was lang ist zum Essen? Salam. Nein, Wurst? Ja. Ein Brot, da tut man Käse drauf. Und wie nennt sich allgemein einen... Toast? Nein, Allgemeinbegriff. Sandwich? Nein. Was mit das Brot belegt, wie nennt man das? Weiter. Wo man das Fleisch auseinanderhaut mit dem großen... Beil. Ja. Wo man das, das Gewicht feststellen muss. Waage. Ja. Was klein gemacht ist, Fleisch. Hackfleisch. Ja. Sie wollten den Aufschnitt, das war so einfach. Insgesamt war es der Aufschnitt. 8-10, 10-8. Dies bedeutet für Sie, Frau Helmich, für Sie, lieber Herr Baum, 2 Punkte bis zum Gleichstand, 3 bis zum Sieg und 7 Sieg und 200 Mark zusätzlich. Alles das geht mit den Straßenmusikanten. Achtung, fertig, ab. In welcher Jahreszeit treten Sie auf? Im Sommer. Ein Musikinstrument, das Sie sehr gerne benutzen. So. Eine Trommel, eine Geige. Nein, so. Eine Fiedel. Nein, Geige ist so. Eine Gitarre. Ja.
Und in welchen Teilen der Städte treten Sie auf, wo keine Autos fahren? Wo in den Fußgängerzonen. Ja. Und womit sammeln Sie? Mit einer Blechbüchse, mit einem Hut. Und ein Kasten? Ja, da haben wir es doch schon. 10 Punkte. 10 Punkte für Tina Riegel und für Jörg Handel und 12 Punkte. Und damit die erste Pyramide für Frau Hennig und für Herrn Baum. Sie rollen rein. Und Hank ist die Möglichkeit, fängt gut an, ne? Ja. Hank ist die Möglichkeit, von 500 Mark auf 1000 zu kommen. Schön. Ein schönes Spiel, nicht? Ja. Ja, 500 Mark haben Sie schon. Gut. Wir freuen uns noch ein bisschen, Mensch. Ja, gut, freuen mich. Gut, es geht jetzt in der ersten Spielrunde um Freizeitsportarten. Also beispielsweise Schwimmen oder Surfen. Alles, was mit Sport etwas zu tun hat, was man in der Freizeit tun könnte. Da könnte auch Bodybuilding dabei sein, auch eine Freizeitsportart, aber das ist nicht dabei. Aber Herr Baum erklärt Ihnen das und ich bin sicher, Sie kommen drauf. Ja. Ich muss Sie jetzt bitten, lieber Herr Baum, Sie einmal anzuschnallen. Nichts ist schlimmer, als einem, Politiker Handschellen anzulegen. Ja. Aber er hat noch seinen Mund. Das ist das Entscheidende. Aber ich muss das tun in der Runde, da Sie nicht zeigen dürfen, sondern nur erklären dürfen. 60 Sekunden Zeit, zweimal tickert die Pyramide durch. Und dann könnten Sie am Schluss weitere 500 Mark haben. Ich wünsche Ihnen das. Toll, toll, toll. Achtung, weitersagen geht immer. Ist nicht in der Runde. Achtung, fertig, weiter. Man spielt wie Tennis, aber mit einem leichteren... Federball. Man benutzt einen Tisch. Man benutzt einen Tisch. Ich bin reingefallen. Ja, ja. Ja. Jetzt rollt der Tisch auch wieder raus. Ja. Das ist natürlich das Schwierige. Das ist das Schwierige. Aber das kann passieren, nicht? Wisst ihr? Man hätte sagen müssen, Wimbledon nur kleiner, nicht? Man hätte alles sagen können, nicht? Sie hätten alles machen können, nur nicht das. Bei Ihnen gehen wir gleich weiter. Tina, wie war denn so die Jugend? War das denn eigentlich, es gibt ja bei vielen Eislaufmenschen, Mütter oder Väter, die ganz stolz darauf sind, dass die Kinder etwas machen und die Kinder eigentlich da jetzt zu verleiten, dies zu tun. Haben Sie eine ehrgeizige Mutter oder einen ehrgeizigen Vater? Also das war bei mir nicht der Fall, Gott sei Dank, sonst hätte ich bestimmt keinen Spaß gehabt, weil wenn man zu was gezwungen wird, dann macht man es eigentlich nie gern und ich habe mich nie irgendwie unter Druck gesetzt. Das heißt, es war eigene Entscheidung, es war der Wunsch, dies zu tun und dann ein guter Trainer, der Sie eben doch sehr weit gebracht hat. Ja. Was macht denn der Partner, der Andi? Der ist verheiratet, dem geht's gut und der ist jetzt ersten... Nischwitz ist er, nicht? Ja, ja. Nischwitz, ja. Und der läuft auch nicht mehr, hat sich auch völlig zurückgezogen? Ja. Und der ist verheiratet, hat ein Kind, das Kind ist wie alt? 1,5. Also in 3 Jahren könnte man sagen, dieses Kind geht's aufs Eis, was ja theoretisch möglich ist. Wann, ich glaube nicht. Wann fingen Sie denn an? Ich mit 6. Mit 6 Jahren? Und die ersten großen Erfolge kamen, da war sie... 12, 13. Also lange und harte Arbeit. Ja. Gibt es Dinge, wo Sie irgendwann mal gesagt haben, auch als Kind gesagt haben, ganz klar und ganz deutlich, Kinder, ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich schmeiß jetzt die Schuhe hin. Ja, meinst du jetzt mit dem Eislaufen? Ja? Ja, habe ich ja dann gemacht. Und wer hat Sie umgestimmt, der Trainer? Ja, ganz viele Leute, aber ich finde, wenn man zu sehr beeinflusst wird, dann weiß man gar nicht mehr, was man tun soll. War der Trainer hart? Sehr hart. Oder hat er gesagt, Tünchen, tu mir einen Gefallen, guck mal, die Pirouette hast du so schön gemacht, mach doch noch mal und fall nicht immer auf das Näschen oder so. Mit der Methode wäre ich bestimmt nie so weit gekommen. Was hat denn der gemacht? Ja, wenn ich sagen darf, hat mir halt manchmal eine Ohrfeige gegeben und dann... Richtig, so eine? Das hat mir halt geholfen, dann ging das alles besser. Oh, ja, das ist hart. Vielleicht war das der Fehler von Jörg Derwall, nicht? Der hat ihm die Ohrfeige gegeben. Tja, das sind ja harte Methoden. Ja. Das war der Herr Pfeiffer, glaube ich, ist ja nicht der Trainer. Aber auf jeden Fall hat er ja was erreicht damit. Genau. Manchmal muss man vielleicht schon ein bisschen härter rangehen, wobei das natürlich schon verdammt hart ist, nicht? Ja. Und heute haben Sie auch wieder einen harten Beruf, aber Sie wollen...